Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Räume. Und lange ersehnt war das moderne Schlafzimmer. Und in meinen Augen ist das hier schon ein relativ modernes Schlafzimmer. Wie man das Ganze baut, das zeige ich euch jetzt. So, für unser Schlafzimmer brauchen wir erstmal eine Grundfläche von 2, 4, 6, 8, 9 mal 2. 4, 6, 8 Blöcken. Ich habe hier jetzt mal Pistons genommen, weil es gibt einen hellen Boden mit einem kleinen Muster. Und da wir ja später noch Sachen hinstellen, wird dieses Muster nicht so überwiegend verwirrend sein. Aber als erstes brauchen wir roten Beton. So, den machen wir an die rechte Seite. Und zwar erstmal einfach 4 Blöcke hoch. Das geht ja ganz schnell. So, einmal hochziehen. Also das farbliche Steam wird rot-weiß, außer der Kleiderschrank. Aber jetzt haben wir so schon mal unsere rote Wand. Jetzt nehmen wir noch Quarzblöcke und machen hier erstmal einfach auch eine Wand hin. Aber hier machen wir an der Seite zwei Fenster. Das heißt, wir machen eine Säule, dann machen wir ein zwei Blöcke starkes Fenster, da machen wir wieder eine Säule und noch ein zwei Blöcke starkes Fenster. So. Genau. Dann gehen wir hier rüber. Hier machen wir auch eine Wand. So. Aber bei dieser Wand müssen wir gleich noch was versetzen. Das sehen wir aber gleich. Nur vorab schon mal. Jetzt haben wir unsere grundlegenden Wände fertig. Jetzt gehen wir hin, hier oben links in die Ecke, wo das Fenster ist, nehmen uns einmal Endstäbe, Quarzblöcke haben wir schon, dann nehmen wir uns noch Quarzstäben, nehmen uns rote Betten und nehmen uns eventuell noch weiße Banner, aber da gucken wir später einmal. Als erstes setzen wir hier nicht ganz in die Ecke, wir lassen eins frei, setzen wir eins zwei Enderstäbe und darauf einen Quarzblock. Dann lassen wir 1, 2 frei und setzen nochmal 1, 2 Enderstäbe und einen Quarzblock. Jetzt setzen wir hier hinten zwischen auch zwei Quarzblöcke und davor die zwei Betten. So. Hier an die Ecke vom Bett setzen wir wieder zwei Enderstäbe und einen Quarzblock und hier auch nochmal. So. So. Jetzt können wir das Ganze oben einfach zumachen mit Quarzstufen. So. Und haben hier dann nochmal Quarzstufen, hier nochmal Quarzstufen und hier nochmal Quarz. So. Wenn man möchte, kann man natürlich auch hingehen und kann hier noch einen Block hinmachen, hier noch einen Block hinmachen, hier noch einen Block hinmachen und hier auch noch. Ich finde aber irgendwie wirkt das zu massiv. Deswegen nehme ich hier lieber einfach Enderstäbe. Hier hinten kann man die Blöcke sogar lassen. Das ist eigentlich ganz cool, wenn man so einen Mix macht. Finde ich ganz gut. Lassen wir mal. Jetzt haben wir eigentlich unser Bett schon soweit fertig. Man kann natürlich hingehen, kann hier hinten noch einen Blumenpott hinstellen. Mit einem kleinen Blümchen drinne. So, wenn man das mag. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt unser Bett schon mal fertig. Jetzt gehen wir hin. Nehmen Fensterscheiben. Machen die hier rein. So. Und jetzt kann man natürlich vor die Fenster noch Vorhänge machen oder daneben. Die Frage ist, was nimmt man jetzt? Nimmt man rot? Dann wird es hier sehr, sehr rot. Dann kann man zum Beispiel so Vorhänge hinhängen. Aber ich glaube, wenn man rote Vorhänge nimmt und zieht die zu, dann sieht das Ganze schon sehr nach einem Pornoschuppen aus. Von daher sollte man sich überlegen, ob man überhaupt rot nimmt. Ich würde jetzt wahrscheinlich zu einem dunklen Grau tendieren. Macht man vielleicht so. Oder man kann ja sagen, das ist aufgeschoben und das nicht. Da macht man einfach so. Finde ich schon wesentlich passender, als jetzt da auch noch rot hinzuhängen. Aber da müsst ihr selber gucken, wie ihr es haben möchtet. Hier an der Wand machen wir jetzt einen Kleiderschrank. Den Kleiderschrank machen wir aus ganz, ganz dunklem Holz, aus Schwarzeichenholzbrettern. So. Erstmal tun wir in die Ecke drei Stück. Ziehen das ganz 2, 4, 5 rüber und wieder runter. 6 rüber, Entschuldigung.
6 rüber und wieder runter. Dann machen wir in der Mitte noch eine Säule. Und hier müssen wir jetzt drinnen einmal die Wand versetzen. Und darüber schaffen wir uns nochmal Platz. Und in dem Boden müssen natürlich noch Sticky Pistons. So. Und jetzt nehmen wir uns Rüstungsständer. Das Ganze wird ja ein Kleiderschrank, aber es soll schon ein interaktiver Kleiderschrank werden. Deswegen machen wir hier Rüstungsständer hin. Mann. Hast du diese Rüstungsständer? Immer wenn man die weghauen will, haut man den Block darunter weg. Ernsthaft jetzt. Okay, Moment. So, so. So und so. Die Blöcke wieder. Hier in die Mitte machen wir keine Quarzblöcke, sondern wir nehmen Seelaternen, damit der Schrank von innen beleuchtet. So. Jetzt müssen wir hingehen und müssen uns erstmal Pistons nehmen. Nehmen uns einen Redstone-Block, um das Ganze zu bebauern. Und nehmen uns Schwarzeichen-Holzstufen. So. Jetzt müssen wir nämlich hier eine Piston dran machen. Und hier auch. Diese Rüstungsständer machen einem das Leben echt nicht leicht. Dann nehmen wir die Schwarzeichenholzstufe, machen die oben dran. Einmal und nochmal. So, jetzt haben wir nämlich hier unten im Prinzip ein Schuhregal und oben haben wir im Prinzip Shirts hängen. Dasselbe machen wir hier jetzt auch nochmal. Oder Oberteile oder was auch immer. Einmal, zweimal. Jetzt können wir hier die Wände einfach hochziehen. Und wenn das hier jetzt ein Raum nebenan wäre, könnte man hier zum Beispiel weiter Beleuchtung machen. Man könnte, also es gibt viele Möglichkeiten, das Ganze zu verstecken. Da muss man selber mal schauen, wie man das macht. Hier oben würde ich einfach wieder so zumachen. Und schon haben wir hier so einen Schrank, wo wir wirklich Anziehsachen reintun können. Jetzt einfach mal Leder und Diamant, Gold und Eisen, einfach alles, was es so gibt. Hängen eins hier hin, hängen eins da hin, eins da und eins da. Dann nehmen wir noch dieselben Schuhe, die müssen ja schließlich passen. Wir können ja nicht hier mit Eisenschuhen und Diamant-Shirt rumrennen. Das würde nicht passen. So. Oder man macht das Ganze querbeet, wenn man natürlich einen chaotischen Kleiderschrank hat. Und damit hier nicht so Rüstungsständer so rumhängen, sage ich mal, rumhängen, könnte man jetzt noch Enderstäbe durchziehen, damit das Ganze aussieht wie so ein Kleiderbügel. Aber da wir schon Seelaternen haben, fände ich das jetzt nicht so schick. Deswegen gehen wir hin und machen einfach entweder Helme drauf oder wir schieben noch so einen Slab rein. Den machen wir dann auch einfach auf die obere Höhe. Muss man für sich selber entscheiden. Ich hänge aber jetzt da Helme rein, einfach aus dem Grund, weil das ein bisschen praktischer ist für Ingame. So, so, so und so. Und da wir ja versuchen, das Ganze hier relativ modern zu machen, gehen wir einfach hin, nehmen uns Glasscheiben und machen hier zum Beispiel so weiße Glasscheiben hin und hier so. Als hätte man den Kleiderschrank gerade aufgeschoben und den kann man noch aufschieben. Da muss man dann selber vielleicht... Macht man einfach so, hätte man beide aufgeschoben, damit man auch immer schön an alle Sachen rankommt. Aber, naja, wie ihr möchtet, ne? Ich würde es jetzt so zumachen auf einer Seite. Doch, da müsst ihr gucken, wie ihr das gerne hättet. Ich finde es aber so eigentlich schon ganz schick als Kleiderschrank. Leiderschrank so. Jetzt nehmen wir Trapdoors. Die machen wir hier hin. So, eins, zwei. Und dann machen wir auf den beiden inneren Feldern, machen wir noch so und so. Dann sieht das Ganze aus, als hätten wir hier noch einen Wäschekorb hängen, stehen, wo man dann seine ganze Klamotte da noch reintun kann. So, haben wir da auch noch ein paar Klamotten drin. Was fehlt noch im Schlafzimmer? Bei mir oder ich glaube auch bei vielen anderen ist im Schlafzimmer auch gleichzeitig noch eine Büroarbeitsecke.
weiß nicht, ob das jetzt bei allen so ist oder nicht, aber bei mir ist es schon so. Deswegen würde ich hingehen, würde ich hier so machen. Ein Dreiertürmchen mit Itemframes. So. Und da rein können wir jetzt, nehmen wir gerade Schnee, weil wir ihn haben. Man kann natürlich auch weißen Teppich nehmen. Machen so. Man da so ein Billy-Regal oder so. Je nachdem, was man sich da hinstellt. Dann würde ich hier hingehen. Würde ich hier so machen. Einen Block. Dann brauchen wir Fäden. Setzen hier dann ein, zwei Fäden hin. Nee, zwei. Weil hier kommt jetzt ein Stück Zaun hin. So hell wie es geht. Also Birke. Oder man nimmt einen Enderstab. Kann man natürlich auch so. Und dann würde ich noch verhältnismäßig entweder schwarz nehmen. Denke mal, schwarz ist am wahrscheinlichsten. So, so. Das wäre dann im Prinzip unser Schreibtisch. Da können wir jetzt hier schön noch eine Quarzstufe reinstellen. So, zack. Wir dann hier noch arbeiten können. Machen hier vielleicht noch ein Itemframe dran. Da geht es jetzt leider. Doch, okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass das nicht geht, aber gut. Machen wir so noch Itemframes dran. Und schon haben wir hier noch so einen kleinen Arbeitstisch mit Regal. Also mit Büroregal. Hier machen wir noch so. Dann kann man da auch noch dran gehen. Und dann haben wir ich habe meine dreckige Wäsche wieder rausgeholt. Und damit haben wir eigentlich schon ein schönes, modernes Zimmer mit einem kleinen Arbeitsbereich, mit einem kleinen Kleiderschrank. Naja, klein, 4 Rüstungsständer. Mit einem schönen Bett. Und würde sagen, man kann sich nicht beschweren. Wenn man jetzt möchte, kann man noch hingehen mit Eisengitter. Man macht hier so. Dann sieht das Ganze aus, als hätte man hier unterm Fenster noch Heizungen stehen. Aber das ist, gerade gegen meinen Tower getreten. Das ist natürlich so eine Max-Sache. Hier könnte man noch ein Bild hinhängen. Nur nicht zu überfrachtet. Also moderne Räume sind immer seltenst überfrachtet. Von daher sollte man da gucken, dass man es nicht übertreibt. Jetzt haben wir hier natürlich das. So, hängen wir da noch ein Bild hin. Warum nicht? Aber das würde ich zum Beispiel als modernes Schlafzimmer nehmen. Ich hoffe, dir hat dieses moderne Zimmer gefallen. Wenn ja, kannst du das Video gerne liken. Wenn noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren. Und wenn du auch noch Wünsche hast, was wir bauen können, egal ob Raum, Fahrzeug, Objekt oder Sinnvolles, kannst du mir das gerne in die Kommentare schreiben. Von meiner Seite heißt es vielen, vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Minecraft Räume. Tschö mit Schlafzimmer.